Dort hat er das organisiert, dann hat er eben hat er die Bewilligung organisiert, dass er wieder einen Vertrag hatte, nach Australien zu kommen. Musste er sich für 2 Jahre verbinden, was Arbeit annehmen, was man ihm gibt. Und so war er hier schon. Und George, wenn er ihm nachfolgen wollte, der wollte in ein, ja, die wollten ursprünglich in ein englisch sprechende Land. Aber nach Amerika wäre das so, zu lange Zeit zu warten. Und so haben sie sich entschlossen nach Australien. Und so, wenn der Bruder schon da war, so hat er dann organisiert für ihn, dass er sich für ihn eigentlich verpflichtet. Nein, aber George hat, sie haben, der Bruder hat eben organisiert, dass er für ihn die Fahrt bezahlt, und er hat dann, wenn George nach Australien gekommen ist und wir waren hier, hatten hier schon das Bungalow, so hat der Schwager hier gelebt, und mit dem hat er ihm abgezahlt die Fahrt, ja, was er da war. Und mir haben meine Eltern, das war meine Hochzeitsreise ohne Bräutigam. Ja, und das wollte ich auch sagen. In der Nacht habe ich mich erinnert, dass wenn Onkel Vince mit Judy, kannst du dich noch auf Judy erinnern? Ja. Ja, so, die waren im Bungalow, und ich habe damals gearbeitet 7 Monate in der Carpet Factory in Tottenham. Aber dann bin ich schwanger geworden mit Gary, so habe ich dann aufgehört. Und noch was anderes habe ich mich da erinnert. Das sind solche verschiedenen Momente. But Vince was working at the Snowy Tumut. Mountains ging. Yeah. But when we came here, so he was not anymore there. He was here working already. I don't know how long he was working there. So Vince was already here. I thought Dad maybe came with Vince. Vince was already in Australia. No, Vince was already, Okay, so yes. since 49. Yes, for 49. He might have even earlier come. Yes, in the night I thought I should write down, and I always hope that I will remember. So there are two things. So, this year with the carpet factory, and then I understood that you wanted to go by public transport, because I remember you were always with. Sometimes you got a lift with Dad, no? To the To station. Albion, yeah. Yes, and then you. And even So. with Mr. Jones. Yes, that's what I want to say, that about the Mischling, the refugees or what. None of us choose, our parents, don't we? And so I can understand it, and I feel more with the colored people, because with them you can see where they coming from. But I was my father German, mother Czech, so it's the same race, isn't it? The same coloring or whatever. And I had so difficulty, because I remember the neighbor, Mr. Miller. We were at that time we were in the city, in the first story, where the butcher was. I think I told you that the homeowner was the butcher, and I was sometimes looking after the baby son.
while the nurse had died off, didn't I? So I did say somebody else, and it was the, yes, somebody asked me if I was in the Hitlerjugend. I said, yeah, but in the Strafgruppe, because I didn't do exactly what, like on Wednesday we had our meetings, but also I could look after the boy of the homeowner, while the nanny had free and I had Würsteln zum Abendessen. Das war damals eine Seltenheit, und so habe ich das natürlich lieber gehabt. Bin als zur Hitlerjugend gegangen, und da waren drei Familien im ersten Stock gewohnt. Im zweiten Stock war nur der Hausowner und unten war der Hausmeister und das Geschäft. Und so im ersten Stock an der Stiege, da war eine deutsche Familie, und der Herr Müller, der hat uns angezeigt, dass ich mit der Mutter, dass ich Tschechisch spreche und nicht Deutsch. So musste ich, bin ich gerufen worden zum Bund Deutscher Osten, das war so ein Office, und da musste ich eben mit Handdrücken versprechen, dass ich mit der Mutter Deutsch sprechen werde. Ich habe in der Schule gelernt, was du mit der Hand versprichst, das musst du halten. Ich habe einfach nicht mit der Mutter gesprochen. Wenn die Stiegen runtergekommen sind, die Mutter sagt, wenn du dein Maul aufmachst, dann wirst du sehen. So, ich muss meiner Mutter folgen, aber was ich mit der Hand versprochen habe, muss ich halten. Ich habe einfach nicht gesprochen. Dann nach 14 Tagen ist meine tschechische Großmutter gekommen, weil die hat nicht so weit von uns gewohnt. Und so dachte ich mir, ich habe nichts von meiner Großmutter versprochen. So habe ich wieder langsam angefangen zu sprechen. So, weißt du, das Denken, wie dich das affektiert. Weil ich bin sehr conscientious. Was ich versprich, das will ich halten. Aber wie soll ich das lösen? So, ich verstehe, und es ist ein großes Problem mit den Refugees. Aber meiner Meinung nach, das sollte in ihrem Heim, in ihrem Land geregelt werden. Weil wenn die da hier so viele, so wird das Ganze, alles kommt durcheinander. Aber wie das machen, das ist so. Und als Kind hast du da Deutsch, habt ihr dann nur in der Familie Deutsch oder Tschechisch geredet? Nein, ich bin mit drei Jahren bin ich in den deutschen Kindergarten gegangen, aber zu Hause haben wir immer Tschechisch gesprochen, damit mein Vater Tschechisch lernt. Damit er bessere Position bekommt und so. So, das war der Grund. So, ich bin aufgewachsen, ich habe eine tschechische Großmutter in Brünn gehabt, wo ich meistens war, und die hat gelebt mit einer ihrer Töchter, die hat Polio gehabt, und die war sehr oft im Hospital, ich erinnere mich, ich habe sie sehr oft besucht. Und die haben nur in einem Raum gelebt, weißt du. So, deswegen weiß ich, man kann leben in einem Raum, und es ist möglich. Und so, was wollte ich da? Ja, wegen Sprechen. Und dann von meinem Vater, die Eltern, die haben im Sudetenland, Brünn, weißt du, wie die Tschechei so ist? Ja, so, Brünn ist unten in Mähren, in der Nähe von Österreich.
Aber mein Vater kommt von Karlsbad, das ist auf dem anderen Ende, Nähe von Deutschland, in der Grenze von Deutschland. Und so, mein Vater ist einer von 10 Kindern und einer seiner Brüder war bei der Railway angestellt, Karl. Und der hat einmal im Jahr haben die freie Fahrt gehabt, Holiday. Und da sind sie zu uns gekommen, da war ich wahrscheinlich so 3 Jahre alt oder so. Und da sind die gekommen, haben sie uns besucht. Und die, wenn die dann weggefahren sind, so, ich bin mit zum Bahnhof gewesen und ich sage, ich fahre mit. Und die hatten gar nichts für mich, nur wie ich da hier so, die haben mich doch mitgenommen. Und bin ich dann 2 Monate, denke ich, war ich da bei der anderen Großmutter. Und da habe ich, und ich habe nur Tschechisch in dieser Zeit gesprochen. Und dann habe ich dort wieder Deutsch gelernt. Und seitdem bin ich dann bilingual. Dann bin ich eben in den Kindergarten gegangen und so. Der Kindergarten war Deutsch. Ja. Deutsch. Und die Schule da? Auch Deutsch. Ja. Mein Vater hat mir sogar gesagt, weißt du, deswegen, ich wundere mich, wie das jetzt so ist. Die sagen, die Schule ist so teuer oder sowas. Meinen Vater haben die versucht, dass ich in die tschechische Schule gehe. Haben die versprochen, dass er nicht zahlen muss oder so. Aber mein Vater hat nichts bezahlt. So viel ich weiß, haben meine Eltern nicht bezahlt. Wir hatten aber keine Uniform oder so, das war alles. Aber meine Eltern haben nicht bezahlt für die Schule. Weißt du, kannst du dich erinnern, weißt du was, ob das bezahlt wäre? Mussten die Eltern zahlen, die Schule? Ich kann mich nicht erinnern, dass das so. Und weil heutzutage sagen die können, sie can't afford the schooling. Und ich, so viel ich weiß. Also, aber meine Eltern haben sich entschlossen in die deutsche Schule, weil Brünn war wirklich bilingual, so wenn du einen besseren Posten hattest, so die Ärzte und so, die haben Deutsch und Tschechisch gesprochen. Ja. Französisch war auch sehr, ich denke mehr wie Englisch jetzt ist. Und deswegen wollten meine Eltern, mein Vater, der wollte unbedingt, dass ich die Handelsschule mache, aber ich bin keine Businessperson. Ich wollte immer, weil ich wahrscheinlich alleine war, so habe ich immer verlangt, da mit anderen Kindern so zusammen, deswegen bin ich. Das heißt, du hast schon in der Kindheit also Französisch zum Teil gehört oder erst dann in Frankreich? Da, weil ich wusste, ich gehe nach Frankreich, mein Vater war Gefangener in Frankreich, ja. Deswegen, wir sind dann ausgewandert, normal ausgewandert mit der Mutter nach Frankreich, so weil wir wussten, das hat 2 Jahre gedauert, bis wir die Genehmigung bekommen, weil in der Zwischenzeit bin ich Mutterkraft-Nurse geworden. Und dann und die wollten mich nicht loslassen, weil die brauchten die Nurses, ja. Und so, habe ich da ein halbes Jahr, bevor ich nach Frankreich, habe ich da Stunden genommen und das war sehr teuer. Und ich habe am Abend gelernt und in der Früh wache ich auf, wusste ich wieder nichts. Das war gar nichts. Aber wenn ich dann angekommen bin und nur das Französische gehört habe, so das hat mir geholfen.
Und die Leute, die Familie waren sehr, sehr nett zu mir. Sie waren sehr nett. Ich war wirklich part of der Familie und die waren sehr so, so einfach wirklich. Und die waren wirklich sehr nett zu mir. Und die Oma, die war, ist nur zufällig hier und da, die hat in Paris gewohnt und ist aber gekommen, das Baby besuchen und so. Und auch wenn wir geheiratet haben, so die Eltern, der Vater war ein, der hat in der eigenen, das war ein Konzern, das war DMC, der Zwirn, Garn. Ah, DMC, ja. So das waren die Bartley Eigentümer, das war er, sein Cousin und ich weiß nicht wer. Und so, die waren Bartley, von dort, da hat er in der Fabrik gearbeitet, aber er hat gefechtet. Aha, okay. Und da sind sie viel herumgereist. Und mit seiner Frau. Seine Frau war Schweizerin, aber von der französischen Schweiz. So war ich auch in Lausanne. Da war ich bei den Großeltern mit dem Baby am See, am Lützesee. So, da war in Provenz, denke ich, hat das geheißen, aber war von Lausanne und dann, so kenne ich auch diese Zeit, da war ich 3 Monate dort und mit dem Baby und so, es war wirklich, was wollte ich? Ja, wegen der Sprache, ja. So, ich habe dann wirklich, und die Oma hat sich mein angenommen, ich habe immer noch das als Buch Deutsch, Französisch sprechen, ein Vergnügen oder irgendetwas, also für Anfänger, die hat mich wirklich, und ja, das wollte ich sagen, wenn ich geheiratet habe, so die Eltern waren fort, die Oma war da, so zu meiner Hochzeit, so den Hochzeitstag, die Oma hat, also ich habe das Baby vorbereitet in der Früh und die Oma hat dann aufs Baby aufgepasst und meine Mutter, ihre Freundin, mit ihrem Mann, die waren Freunde von meinem Vater als Gefangene, die zwei. Und so, die sind gekommen und die Mutter hat gekocht und das war unser, und George und sein Freund, Sika. Was jetzt die Krankheit, was die sagen, kennt ihr dieses? Und so hat er geheißen, so, das erinnert mich. Er war von der Slowakei und er ist auch mit dem George ausgewandert, der hat das Ticket gehabt. So, das war. Und der Rudolf, habe ich dir von Rudolf erzählt. So. Und mit dem bin ich immer noch in Verbindung. Also zu Weihnachten schickt er mir, aber nur alles gedruckt, nicht einmal seine Unterschrift. Und wenn ich ihm anrufe, ich habe die Telefon, so kann ich nur mit der Frau sprechen, weil er nicht hören tut. So ist das wirklich. Und Jennifer, wenn ich ihm von ihr gesagt habe, wenn ihm gesagt habe, so sagt sie, ich möchte, wenn ich nach Europa gehe, ich möchte ihn kennenlernen. Wann seid ihr eigentlich damals das erste Mal, also von Australien wieder zurück, also nach in die Tschechoslowakei gefahren? Ich, das war 72, wenn ich den Unfall hatte, ja, okay, das war 72. Aber vorher war mein Vater hier und wenn Gary geheiratet, wann hat Gary geheiratet? Just after I left Adelaide, so 70,
77, 78? Ah, das war nachher. Das war nachher, ja, ja. Ja, weil mein Vater ist dann nachher gekommen einmal und die Mutter, die hat Angst gehabt vorm Fliegen. Aber dann, wenn Gerry geheiratet hat, da hat sie Mut bekommen und sind sie gekommen. Und dann waren sie hier, da waren sie in dem. Und da warst du aufgeregt, weil da hat Papa gerade noch das dein Zimmer gemacht, aber die Eltern waren erst da, denn du. Und da warst du dich aufgeregt, das ist dein Zimmer und die Eltern waren da. Ja, war das eigentlich, war das ohne Probleme möglich für euch, es in die Tschechoslowakei zu? Für mich ja, aber George nicht, der durfte nicht. Ah, der durfte nicht? Der durfte nicht. Ich weiß nicht. Der war aber, das letzte Mal war er, wenn 50 Jahre die Matura zusammentreffen war. Und dann ist er alleine gegangen und in der Zwischenzeit, wenn er in Prag war, ist die Mutter gestorben. So ist er zum Begräbnis. Ich bin nicht gegangen, weil das war... Because of the year before you had come for her 90th birthday, so she was 91 when she died, and the dad was there. Yes, and Godwin, I think I have photos of in the nursing home. Was it? That was already after? My grandmother's birthday, when she was 90, my mother came, and we had a photo with the four boys. Timmy was the youngest. Yeah, this I remember, Dad's mother, wann war das, also wann die Mutter von Dad? She was here earlier, she was here in 68, I think 68. Die was early. 68, 69, something like die that. War also fünf, she came first. Sie war fünf Monate mit uns, hat sie gelebt. Deswegen sage ich, das war meine Schwiegermutter, aber sie war sehr, sehr nett. Das war in der Zeit, wenn Ronald angefangen hat, Schule. High School. Nein, sie ist mitten eines von den... But I was 10. Was? I was 10. We've got photos with Oma that Mr. Brabenitz took. I was about 10. Nein. It wasn't before 64. Nein. Weil ich weiß, sie ist mit dem Kinderwagen, das musste Gerry sein, mit dem Kinderwagen ist sie zum Ronald zur Schule gebracht und sie hat Angst gehabt, dass jemand überfallen wird da am Fluss. Aber sie war wirklich sehr, sehr, wir haben uns gut vertragen, ich kann nichts Schlechtes von ihr sagen. Ich muss sagen, wie die sagen, die Schwiegermutter, so, ich denke, ich habe besser mit ihr, bin ich ausgekommen, als mit eigener Mutter. Sie war wirklich sehr, sehr nett, sie war sehr, sehr nett. Und sie hat ein halbes Jahr mit ihrem Sohn, in Amerika war sie, mit Monique, und dann ist sie hierher gekommen. Und wir haben eben die Fahrt nach der Tschechei und nach Hause gebracht. Sie musste dann, sonst hätte sie die Pension verloren. So ist sie dann gekommen und ich habe sie gebeten, weil wir keinen Kontakt mit den Eltern hatten, aber sie hat Angst gehabt, nach Deutschland zu gehen, weil sonst hätte sie die Pension verloren oder was so. Das war gar nicht erlaubt. Und so nachher sind wir 72, sind wir nach... Das war George und Eric und... ja, George, mein Mann, der hat Business-Fahrt gehabt nach Spanien, von der Fabrik aus. So, deswegen sind wir eigentlich losgefahren.
da bin ich dann mit den Kindern nach München zu meinen Eltern. Die hatten ein Bungalow bei meinem Onkel und mein Mann ist dort nach Spanien. Ich weiß jetzt nicht, wie das war. Und meine Eltern hatten schon ein altes Bauernhaus mit anderen Freunden, eben mit denen, die was da gekocht haben zusammen mit meiner Hochzeit. So, die hatten zusammen ein altes Bauernhaus. What was their name? Gleich. Because that's where I want to go and visit, the house in Deggendorf, that farmhouse, I said, near Irmgard's place, that property that they had there, that they sold then, when the money they sold, we bought the block here. In Deggendorf, I met on a... It was called... Well, anyhow, so when we were there... So we were traveling there. And this is a high mountain. And there is... Die Kluft ist da und auf der linken Seite ist der Berg, die Bergwand. Und so, wir fahren hin und kommt vom runden vom Berg, kommt ein Auto an und schnell und stoßt ihn. Wir konnten nicht ausweichen, weil da waren wir. Und das war ein junger Mann, der 14 Tage License hatte. Und am Berg oben ist ein großes Auto in Feuer geraten und er war aufgeregt und so ist er in uns hineingefahren. Und so mein Vater ist gefahren, aber ich bin neben ihm gesessen. Das ganze Glas ist auf mein Gesicht, war ich ziemlich zerschnitten und das rechte Knie war offen. Und die linke Hüfte war ausgekegelt. Und hinten ist die Mutter mit den zwei Jungen gesessen. Eric und George. Ja, und niemand hatte so viel Verletzung wie ich. Aber war ich einen Monat im Hospital gewesen. Und da war ich auch lucky, da war ein tschechischer Arzt, das war der erste Arzt, Prima, ja. Und so haben sie wirklich mich gut behandelt und da habe ich auch Leute kennengelernt, war ich auch eine Zeit mit ihnen in Verbindung, wenn ich zurückgegangen bin. Und es hat alles gut verheilt, aber jetzt mit dem Alter kommen eben und ich finde dieses letzte Monat hier die Hüfte, und das ist wahrscheinlich von dem, wo das ausgekegelt war. Aber alles hat sonst gut geheilt. Ja, und ich habe, weil ich nur Hausfrau war, habe ich kein Geld bekommen, wie nennt man das? Schmerzensgeld? Oder? Ja, nicht bekommen, weil ich nur Hausfrau war. Und das hat mich deprimiert, wenn ich hierher gekommen bin. Und sage ich nur, ich bin da nichts wert, die Mutter von 5 Kinder aufziehen, das bedeutet nichts. Und dann habe ich in der Zeitung gelesen, die brauchen jemanden im Kinderhospital für 14 Tage erlösen, wer ein Holiday ist. Und dann dachte ich mir, egal was das ist, aber nur mich selber zu überzeugen, dass ich was wert bin. Und so bin ich hingegangen, bin ich aufgenommen worden. Und weil das nur
vorübergehend ist, so war ich viel besser bezahlt. Und ich konnte da bleiben, aber ich war, 3 Monate habe ich da gearbeitet. Ich war, das war, aber das war von 6 Uhr bis 2 Uhr. So, wenn die Kinder von der Schule gekommen sind, war ich schon zu Hause. Aber George, die waren noch alle Kinder zu Hause und George musste die Kinder fertig machen zur Schule. Und so hat er gesagt, wenn du willst, so musst du dir eine Arbeit finden, die in der Zeit ist, wo die Kinder zur Schule sind. So habe ich da aufgehört und habe ich dann angefangen im Council machen, wie gestern die Frau da war, ja. So, da habe ich das gearbeitet. 5,5 Jahre habe ich das gemacht. Und dann erinnere ich mich, das war eine italienische Frau, sagt sie mir, ich soll da den Staub wischen und so. Und dann dachte ich mir, ich habe ja viel mehr Dreck zu Hause. Und so habe ich aufgehört. Das war meine, ich sage, das ist nicht fair, weil ich tue, was soll ich, nicht für mich und auch nicht für die Frau, weil wie meine Meinung, wie das ist. So habe ich aufgehört. Aber ich habe es gerne gemacht, weil das war jeden Tag woanders. Und und helfen anderen Leuten. Die anderen Leute meinen, da ist so viel Schmutz oder was. Aber ich finde, dafür bin ich da. Und das ist eine Genugtuung, dass ich das fähig bin. Und das habe ich. Und dann habe ich eben, weil das diese wie Pensionsgeld oder was, so habe ich, wenn ich aufgehört habe, so dafür habe ich das Esszimmer und die Sofas gekauft. So, deswegen kann ich nichts loswerden, weil das ist alles, was ich mir erarbeitet habe. Uns hat niemand was gegeben, aber heutzutage alle wollen was umsonst, ohne Arbeit. Und ich denke, das ist auch nicht nur für deine Psyche, dass du was wert bist. Und so deswegen bin ich so, wie ich bin. Das hat mich so das Leben gemacht. Und ich bin dankbar, dass ihr auch alle, dass ihr auch arbeitet. Und deswegen, wie du gestern gehört hast, wie Jennifer, wie sie sind. Und ich finde, wenn du fähig bist, natürlich sind manche Leute, die sind eben nicht fähig. Nicht jeder sind wir gleich. Was du kannst, kann unbedingt nicht ich. So, ich verstehe das. Aber wenn du eine Fähigkeit hast, so sollst du sie benutzen für gut dich und die Umgebung, was du hast. So, das ist das. Ich meine, interessant ist, du hast vielleicht gesagt, man hat die Lille das also erzählt, war das 2 Jahre, wo die Konferenz war, in Prag? Ich war ja, das war für mich also irgendwas sehr, auch ein spezielles Erlebnis. Es war im Oktober 2014, vor 2 Jahren, ja, vor 2 Jahren war ich eingeladen zu einer Konferenz im tschechischen Parlament. Wieso? Von welcher? Was? Ja, das war die UPF, also der Jura in Lada hat das organisiert und er hat mich auch eingeladen. Aber es war für mich ein ganz spezielles Erlebnis, eine ganz spezielle Erfahrung. Ich weiß nicht, hast du denn Ding mit, das von Familienforum, also den Folder? Oder ich habe da sogar Fotos. Ich habe da sogar Fotos mit. Das war eine Konferenz zum Thema Familie. Und die fand das im Rahmen, ich hatte auch einen speziellen Gast, also dafür da kam sozusagen aus Frankreich, Renard vom FAFC, this is interesting, also significant. Das war eine internationale Konferenz und
im tschechischen Parlament. Für mich war das wirklich ein wichtiges Zeichen der Versöhnung auch. Ja. 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 Mhm. Weil ich habe gedacht, ich meine, George ist sozusagen vor 60 Jahren, sozusagen musste er das Land verlassen. Ja. Und dann sozusagen 60 Jahre später bin ich eingeladen, im Herzen von Prag ein Referat zu halten. Ja. Und das war zum Thema Familie. Das war ein ganz, ganz spezielles Erlebnis, ganz, ganz spezielle Erfahrung. Und wie waren da Interpreters oder wie war das? Ja, das war sowieso Englisch-Tschechisch, ja. Mhm. Also Übersetzungen auf mit Kopfhörer. Tschechisch ist er mit Simultanübersetzung, mhm, ja. Aber die meisten Redner waren sowieso, also der von dieser katholischen Dachorganisation, also der Franzose, dann von Deutschland, also das war eine deutsch-tschechische Konferenz im Prager Parlament. Ja, ja. Jetzt, was ist heute? Mittwoch, der 8. Ach so, ja. Ja, in zwei Tagen wäre ich einmal für sich eingeladen worden, also in Bratislava zu reden. Aber komisch, Bratislava, Slowakei ist noch sehr mehr tätig, hört man mehr als der Tschech. Was mich sehr gekränkt hat, mein Georges Neffe, Evgen, der war hier zweimal und George hat sich seine so angenommen und ist mit ihm herumgereist, hat ihm so viel gezeigt und er meldet sich gar nicht und überhaupt nicht. Und George, sein Schulfreund, mit dem er matrikuliert hat, so wenn er bei dem Matriculation-Treffen war, der hat ihn eingeladen zu seinem Holiday-Haus und wenn er in Prag war und so hat er dann, wenn er zurückgekommen ist, so waren die in Kontakt durch den Computer und dann, wenn er gestorben ist, hat er ich habe ja keinen, so hat er da hier und da angerufen und ich, der voriges Jahr, das ist mich schon längere Zeit, 2 oder 3 Jahre, hat er da organisiert, den durch Skype, sitze ich da im Wohnzimmer und sehe ich da seine Familie, die ich nie persönlich kenne und dann haben wir Konversation und das ist so schön und er meldet sich wirklich hier und da und das ist so nett, weißt du, ich finde fremde Leute sind zu mir lieber denn die eigene Familie, wo ich anderen gut getan habe, weißt du das? Und Mrs. Bubenicek, die ärgert sich sehr über Evgen. Weil Evgen, der hat keine Knowledge. Er war Polizist in der Tschechei, in Prag. Und er kennt keine andere Sprache. Und wenn Frau Bubenicek, wenn sie ihm da irgendetwas gesagt hat, dass er soll lernen, sagt er, warum? Mhm. Warum? Er kommt auch so durch, sage ich. Das ist aber für ihn, besonders ein Polizist in Prag, da sind ja so viele Ausländer. Ja, so. Und heutzutage, und dann ist gekommen seine andere Cousine, die waren hier, zwei Mädchen, die... Von Milan, die Töchter. Renata und...
Ja, Frau Millan, die Tochter und ihre Freundin. Und auch, die sind hierher gekommen. Ihr kennt sie? Ja, als sie klein waren, also ja, 10 und 15 oder so. Ja. Ja, wie lange ist es her? Das ist einige Jahre. Das ist über 20 Jahre her. Ja, sicher, als wir zuerst nach Österreich gekommen sind. Ja, und dann war er hat uns auch, der Efschen hat uns einmal besucht, das auch. Mehrmals, ja, jedes Mal hat er eine ganze einmal mit seinem Teller-Set mitgebracht. Wir haben mindestens 3 Teller-Sets von ihm bekommen. Okay. Was habt ihr? Sets. Teller. Crockery-Set. Gedeckt, also, ich weiß nicht, wie man sagt, also the crockery. Was ein Kaffee, oder was? We had one, no, soup and dinner plates. Ah, okay. There's the ones with the flowers, the ones with the silver thing, and a third one. Okay. And once a coffee set. Mindestens 3 Mal hat er uns besucht. Einmal ist er dann zum Metro gegangen und hat sich einen Fernseher gekauft. Ja, genau. Hat er? Ein Fernseher gekauft in Österreich, wo der steuerfrei einkaufen konnte. Ja, und auch seine Mutter war auch bei euch einmal, denke ich. Jana? Ich denke, Jana. Wir haben sie besucht. Ich war mindestens 3 Mal auch bei ihr. Einmal wegen einer Konferenz, wo ich war in Prag. Und dann hat sie gesagt, du solltest zu Hause sein bei deinen Kindern. Ja, deine Kinder. Ja, das weiß ich. Davon weiß ich. Und du weißt, sie ist gestorben. Mhm. Ja. Habt ihr Nachricht bekommen, oder? From you, I think I heard it. I don't know where I... Ich habe nur offizielle... da kein nichts... When I heard... I don't know, I found out from you, and then on Facebook I posted, I would have liked to have known, I would have come to the funeral. But I found out on the day of the funeral, and that day I was at a conference somewhere else, and it wasn't possible. Yeah. But if I had known in advance, it might have been possible to arrange it, but I didn't, I was not informed. I can't remember what it was, but I had a specific function at that on that day that I couldn't come. Ja, und diese 2 Mädchen, die waren hier für einen Englischkurs und so waren sie weiter wohl, ich weiß nicht, ob die 2 Monate da waren und dann sind sie nach Queensland, auch nach Brisbane oder wo, auch wegen der Englischsprache. Und so, aber die Verwandte, die Milan, die Tochter, die schreibt nicht, aber die Freundin von ihr, Renata, ich habe da Fotos von ihr, sie hat dann geheiratet, zeigt sie mir auch ihren Baby. Ankommen.